was wollen wir denn heute machen? Wir wollen heute eine Lammkeule aus einem Kräutersalzmantel machen. Dafür habe ich jetzt die frische Lammkeule pariert. Jetzt werde ich sie scharf anbraten, dann mit Pfeffer würzen. Dann kommen frische Kräuter aus dem Garten mit Rosmarin und Thymian und Knoblauch. Dann werde ich das Ganze mit Speck umwickeln und dann in den Salzmantel packen. So, hier ist unser Meeressalz für die Salzkruste. Da habe ich jetzt 3 Kilo drin. Werde da jetzt 4 Eiweiß rein tun. Werde euer Trend 4 Eiweiß rein. Und dann noch ein bisschen Wasser dazu, Kräuter dazu, dass es nachher wie eine Art festen Teig. So, jetzt wird das Fleisch erstmal scharf angebraten. Und das ist absolut der Hammer, das Fleisch. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man sonst irgendwie im Supermarkt oder sonst oder bekommt oder aus Neuseeland. Das ist kein Wasser aus, das ist genauso groß wie vorher. Also qualitativ. Echt. Wahnsinn. Da wir ja im Salzmantel backen, haben wir normalerweise keine Röstaromen. Deshalb ist es halt so wichtig, davor alles scharf anzubraten, um die Röstaromen zu erhalten. Dann haben wir das in ein Backblech gelegt. Unten drunter ist jetzt schon Salz mit den frischen Kräutern. Ihr habt noch Pfeffer drauf. Jetzt kommt oben noch ein paar Scheiben Speck und nochmal frische Kräuter. Und dann wird das Ganze mit dem Salz komplett dicht gemacht. So, für den Speck nehmen wir auch was Besonderes, nämlich einen Lardo aus der Toskana. Auch aus einem kleinen, traditionellen, hergestellten Betrieb. Und damit werden wir jetzt außen die Lammkeule belegen. Sieht schon fantastisch aus. Jetzt kommt noch Thymian drauf, dann der Salzmantel drumherum. Und dann geht das Ganze in den Backofen um Luft 3 Stunden bei 170 Grad Celsius auf der mittleren Schiene. Wichtig ist halt, dass das Fleisch komplett vom Salz ummantelt ist, also auch keine freien Stellen da ist. Hier für dieses große Stück war 3 Kilo genau richtig. Falls jemand noch fragt, weswegen ich da Backpapier drunter gelegt habe, das hat einfach damit zu tun, dass das Salz mit dem Eiweiß extrem hart wird und richtig ampappt an der Auflaufform. Darum lege ich einfach Backpapier drunter und dann ist es nachher viel, viel einfacher, das zu entsorgen. Jetzt geht's für 3 Stunden in den Backofen. Was gibt es dazu? Natürlich ist die rote Bete der kongeniale Partner des Lamms. Also mit seinen fruchtigen, erdigen Noten schmeckt das einfach in Kombination mit dem Lamm fantastisch. Dazu werden wir karamellisierte rote Bete machen und dann rotschalige, festkochende Kartoffeln werden wir als Fächerkartoffeln dazugeben. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Hier karamellisieren wir jetzt die rote Bete. Dazu habe ich Butter und Honig vorher in der Pfanne heiß gemacht. Und jetzt kommt die rote Bete rein, die gekochte, und wird dann von beiden Seiten kurz karamellisiert. So, die Lammkeule war jetzt 3 Stunden bei 180 Grad im Ofen. Jetzt sieht das gut aus, richtig hart geworden. Jetzt wollen wir das Ganze mal aufbrechen und schauen, was da drunter ist. Leute, das sieht fantastisch aus.
Butterzart, das geht durch wie Butter. Der Geruch nach frischen Kräutern, fantastisch. Die Soße ist jetzt ganz angekocht, ist auch eine kleine Essenz. Zum Schluss kommt dann noch ein bisschen kalte, geflochte Butter rein, um dem Ganzen noch ein bisschen Glanz zu geben. Und dann geht es ganz schnell runter. Mega lecker, besonders das Fleisch, saftig und die ganzen Kräuteraromen, die im Salzmantel drin waren, sind in das Fleisch eingezogen. Und dann in Verbindung mit der roten Beete, das Erdige, Fruchtige zusammen mit dem Fleisch, mega lecker. Und das Ganze funktioniert auch nur, wenn du auch wirklich gute Qualität hast. Das heißt, wir haben jetzt wirklich, ich würde sagen, mit das beste Fleisch gehabt, was ich kenne. Dann die rote Beete vom Bauern, die Kartoffeln. Super. Ich freue mich auf das nächste Mal.